Wir sind zu Besuch im Pianohaus Hübner in Trier und wollen uns den Beruf des Klavierbauers einmal genauer anschauen. Ich bin Klavierbauer geworden, weil mein Vater es war. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ich dadurch überhaupt den Beruf kennengelernt habe. Also ich habe damals schon in der Werkstatt in meiner Schulzeit ein bisschen geholfen, mir ein bisschen Geld dazu verdient und von daher habe ich recht früh den Beruf kennengelernt und ich hätte es auch gerne gemacht, wenn ich da auf anderem Wege dahin gekommen wäre, aber so hatte ich halt diesen Einblick bekommen. Wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Klavier fertig ist? Ein aufrechtstehendes Klavier, so wie es jetzt hier ist, braucht in der Produktion ungefähr 3 bis 6 Monate, je nach dem Hersteller. Und ein Flügel 1 bis 1,5 Jahre von der Produktion. Und die Schritte sind sehr vielfältig. Also es fängt an mit der Gussplatte, die dann gegossen wird. Also wird wirklich Stahl erhitzt, flüssig gemacht und in eine Form, in eine Sandgussform gegossen. Und so fängt das eigentlich an. Dann wird ein Rasten gebaut, Resonanzboden wird eingeleimt. Das ist so das Herzstück, was verantwortlich ist für den Klang und auch den Charakter des Instrumentes. Und dann werden die Saiten drauf gespannt, dann wird die Mechanik eingestellt und bis es dann spielt und die Endarbeiten, das sind so eigentlich unsere klavierbauerischen Arbeiten, die wir hier machen. Wir sind eigentlich eher Feinmechaniker und die anderen Arbeiten gehört eher zu einer Fabrikation in einer Klavierfabrik, wo arbeitsteilig auch gearbeitet wird. Und wie kommt so ein Ton zustande? Ein Ton beim Klavier kommt so zustande. Was da jetzt aber mechanisch passiert, das sind ja einige Sachen. Erstmal die erste Sache, die kaum einer weiß, ist, dass die Taste weitergeht hinter dem Weißen. Also die Taste ist noch länger und zwar um das 1,5-fache der Vorderlänge länger. Dieses Maß ist auch wichtig für unseren Hebel, denn alles, was hier in der Klaviermechanik passiert, oder fast alles sind eigentlich Hebel, alle mechanischen Abläufe hier. Also wenn wir uns die Mechanik angucken, dann sehen wir überall hier so kleine rote Punkte. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil in der Mechanik, das sind nämlich Achsen. Und also nicht die roten Punkte, das sind Filz, aber da drin ist eine kleine Metallachse, die eben diesen ganzen Bauteilen hier erlaubt, sich um diese entsprechende Achse zu drehen und zu bewegen. Also wir sehen hier zum Beispiel die Stoßzunge, die wippt hier hin und her. Und eben auch das Hebeglied hier hinten wippt um diese Achse herum. Also alles, was Drehpunkte sind in der Mechanik, das ist mit Achsen gelöst worden, in der modernen Klaviermechanik zumindest. Also durch den Tastendruck hebt sich das Hebeglied hinten. Der Tastendruck wird über diese Pilote übertragen. Das Hebeglied wiederum ist mit der Stoßzunge hier verbunden. Und die Stoßzunge, wenn man sich das Bauteil genauer anguckt, führt eigentlich schon direkt zum Hammer, beziehungsweise zu der Hammernuss, an der dann wiederum der Hammerkopf hängt. Und wenn ich die jetzt drücke, dann sieht man eben, wie die Stoßzunge sich hebt, die Hammernuss nach oben drückt und jetzt wegrutscht. Ja, also die Stoßzunge rutscht hier von dem Leder unter der Hammernuss weg. Damit der Hammer die letzten Millimeter Weg zur Seite praktisch nur mit Schwung überwinden kann und nicht wirklich gedrückt wird. Denn wenn ich praktisch die Taste durchdrücken würde und der Hammer würde dann erst an die Seite kommen, dann könnte ich ja überhaupt nicht repetieren, denn der Hammerkopf hängt dann an der Seite und kommt nicht mehr zurück. So funktioniert das eigentlich. Aber wie sehen die täglichen Aufgaben eines Klavierbauers überhaupt aus? Also das hier ist ein polyesterlackierter Oberrahmen, Schwarz-Hochglanz, wie man sieht. Und hat ein paar Gebrauchsspuren, ein paar kleine Kratzer, die ich jetzt wegmachen werde. Oder ich versuch's zumindest mal. Und dafür setze ich diese Lackziehklinge an. Und mit der Lackziehklinge fahre ich dann über den Lack und kratze ihn eigentlich noch mehr. Was ich eigentlich mache, ist, ich bringe immer mehr Kratzer rein, so dass ich der alte Kratzer nicht mehr auffällt. Und das funktioniert auch recht gut, wenn die Kratzer nicht zu tief sind. Wenn die Kratzer zu tief sind und ich mache das,
Was ich jetzt gerade mache, muss ich so lange machen, bis der Kratzer eben raus ist. Das sehe ich dann auch, wenn ich das hier so abkratze. Aber dann kann es nur mal passieren, dass ich eine Delle reinkriege. So, jetzt habe ich die Vermutung, dass ich den Kratzer rausgekratzt habe, soweit. Und jetzt poliere ich mal. Und zwar funktioniert das so, dass ich mit dieser Maschine, auf deren Fellaufsatz drauf ist, auf die ich eben Wachs auftrage, mit der poliere ich praktisch diesen Lack. Das bewachste Tuch holt alles, was rau ist, so weit raus, dass es glänzen kann. Was gibt es denn noch so zu tun? Also das hier ist die Klaviatur von diesem Flügel. Und so nach 20, 30 Jahren hat er jetzt hinter sich, sind diese Filze hier vorne und hier so durchgespielt, dass die erneuert werden mussten. Und wir nehmen dazu Warmleim. Das ist so ein Haut- und Knochenleim, der flüssig wird, wenn der warm gemacht wird mit Wasser und so weiter. Und wenn der kalt wird, wird der extrem hart. Und die alten Filze werden rausgedampft mit Wasserdampf. Dann kann man die Filze rausnehmen und neue reingeleimt. Und wenn der Leim trocken ist, dann kann man dieses Klötzchen rausziehen und sauber abschneiden. Und hier steckt ein Stift drin und hier auch. Und die Taste, die bewegt sich dauernd hoch und runter. Und wenn der Filz ausgeschlagen ist, dann hat die Taste ein seitliches Spiel. Einmal so und einmal so und dann klappert es und verliert die Kontrolle beim Spielen. Und es entstehen natürlich Geräusche. Was macht den Beruf denn eigentlich so besonders? Das Interessante ist eigentlich diese Vielseitigkeit. Also, dass man im Grunde genommen handwerklich arbeitet, feinmotorisch unterwegs ist, übers Gehör sehr viel wahrnimmt und viel mit Musikern zu tun hat. Das finde ich immer recht schön. Und es ist ein ganz, ganz abwechslungsreicher Beruf, wo es nie langweilig wird, ne? Weil man auch eigentlich nie auslernt. Also ich lerne jetzt noch dazu, ich bin jetzt über 30 Jahre im Beruf drin und es war noch nie so spannend wie jetzt gerade. Muss man irgendwelche Fähigkeiten mitbringen, um Klavierbauer zu werden? Gute Eigenschaften ist Geduld, weil sie haben gemerkt, dass jeder Arbeitsgang mal 88 ausgeführt wird. Einmal das. Ein gutes Gehör bringt eigentlich fast jeder mit. Das ist nur eine Sache des Trainings. Musikalität, würde ich sagen, wäre eine gute Bedingung. Also mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, dass jeder Klavierbauer Klavier spielen können muss, bevor er hier anfängt. Und das auch auf einem recht guten Niveau, weil man sich dann einfach in diese Klavierwelt viel leichter hat, reinzudenken. Und ansonsten handwerkliches Geschick. Das wäre gut. Und ansonsten, ob jetzt Abitur da ist oder nicht, das spielt eigentlich nicht so die Rolle, ne? Also das sind andere Kriterien, die da eine Rolle spielen, ne?